Ey, die Map ist ja richtig bescheuert, die nehmen wir. Ah, keiner hat sie. Das Goldzimmer-Qualitätsprädikat ist mal wieder erfüllt. Das ist nice. Keiner hat sie. Leute, morgen hole ich mein neues Fahrrad ab. Es ist soweit. Ich hole mir einfach mein neues Fahrrad ab. Ich habe ja so Bock, ne? Ich hab ja so Bock. Ach du Scheiße, hab ich Bock. Also erstmal rein auf 4 gegen 4. Ordo-Plateau, ne? Es ist kein Ordo-Toilette, das ist Ordo-Plateau. Und wir entfernen erstmal dieses unnötige Gewicht hier vorne. Was ist das denn? Das habe ich im Leben noch nicht gesehen, ne? Boah, die Base ist. Ja, das ist. Die Map ist Prädikat anstrengend. Jetzt muss man wirklich ein Brain sein. Wie ging das nochmal? Zack. Boah, ist das Risiko hier. Moment. So. Na. Ging das gar nicht, alles? No. Ah, wir sind so lost. Schön in den Nomson platziert. So mache ich das so. So mag ich's. Scheiße. Den Aufbau feiere ich hier überhaupt nicht, ne? Da möchte ich ehrlich sein mit dir und mir. Oh. Ja, die Mine wäre vielleicht eine sinnvolle Investition gewesen. Als erstes. Eine doofe Sache, egal. Bleiben wir uns hier mal selber. Oh, da kommen wir gar nicht hinterher mit den Ressourcen. Ei, ei, ei. Das ist mir wirklich viel verkaufen hier. Damit wir hier. Och nee, Mann. Oh. Der ist toxisch. Was ist das denn? Achso, es geht ja nicht. I see. Boah, das ist halt eine Büsse, ich bin so weg, ne? Junge, die werden so weggebüßt. Ach du Scheiße. Ich hab ja so Angst. Mein Gott, das ist wieder auch hier gescheuert, ne? Nicht so geil. Jetzt machen wir mal so. Wie viel Bastos haben die überhaupt? Also Bastos, Alter. Könnte wirklich sein, ne? Ich habe Upgrade und so auch noch, ey.
Oh, das ist sehr hart am Blinken. Das ist so eine Vorlung. Ach, der hat die Vorlung. Nein, der hat die Vorlung gelöscht. Der war so. Ah. Gut, dass uns das aufgefallen ist, ey. Das wäre teuer, teuer geworden, wenn wir das nicht gesehen hätten. Was war das denn? War das ein Nuke? Das war der Mate mit einem Nuke, okay. I take that. Oh, jetzt mal. Oh, ach, wir sind Adlerauge. Ich dachte, eine Warzenschein aktiv jetzt mal rein. Ja gut, aber das war natürlich jetzt nicht minder toxisch, ne? Das war nicht minder toxisch. Ja, den haben wir drauf, ne? Da muss ich euch was einfallen lassen. Muss das zubauen oder was? Oh, ist das. Also, jetzt weiß ich, warum die ganzen Leute das immer machen. Ja, oh nein. Okay, da kommt er wirklich mit so einem Popling-Laser, so einem Popling-Mörser oder was? Muss man auch erstmal so machen können. Liebe Grüße von Steffen, du sollst in den TS. Alrighty, ich komme nach der Runde. Die kann denn der Laser, der Dings überhaupt ansatzweise durchkommen, dieser Mörser. Ist doch wirklich nicht in Ordnung. Richtig gutes Aim. Oh mein Gott, das Schnipper ist weg. Ach, jetzt hat er ein Schild gebaut. Ey, das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir unsere eigenen. Ich wollte ja zum Cover von Gegner benutzen. Oder was? Also, hier kann man jetzt auch wirklich mal. Das darf doch nicht wahr sein, dass das irgendwie nicht richtig reicht. Überhaupt. Ach, wir haben die Mine repariert. Uiuiui. Ja, irgendwie sollten wir den vielleicht mal aus dem Leben lassen, oder? Das wird mir sonst alles ein bisschen zu frech hier, ey. Wer ist das mit den Cannons? Wer ist denn das? Überhaupt. Sehen, glaube ich, nicht so richtig. Ach Gottchen. Hoi. Ja, was ist denn da passiert? Wir haben noch Plasma verloren, aber das ist in Ordnung. Wer hat denn die Cannons jetzt gehabt? Ich glaube immer noch nicht. War er das? Der muss er, ne?
Alter, wie diese Mörser aber auch einfach nicht drauf gehen. Das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich nicht. Wie viel kann er solche noch bauen? Mit so einer richtig fragwürdigen Bastor ärgern. Das sieht gut aus. Wir haben die Tech nicht. Ja, dann können wir quasi nichts machen, außer unser Feuer, da sind wir irgendwo reinhalten. So, nimm das, Junge. Hat er gar keinen Doppelschuss mit Eagle. Gut zu know, würde ich sagen. Nimm das! Nimm mein Feuerlaser! Wo sind wir? Ja. Top raus, top. Bin die ganze hier weg. Diese Nerven innen rum. Alter, das ist nicht seine. Ist dann quasi eh egal. Das ist einfach wieder alles eingeschürzt, ne? We are back to 2 windmills. Ach, guck mal, unser Lachs ist fertig. Jetzt war die Frage für mich, wie der da immer noch einen Plasmalaser haben kann, aber I guess we will never find out. Wir brauchen noch richtig unangenehm viel Front Rail, glaube ich. Sonst kann ich nicht schlafen. Wenn ich nicht weiß, dass an meiner Basis unangenehm viel Front Rail gegangen ist. Auch niemals entlasten die Basis. Guck mal, ist halt nicht schön. Guck mal. So, das hast du jetzt davon, Kollege. GG. War er das mit den, er war das wirklich mit den Kanonen? Mit einer Tür! Fechtachs! Ja, da ist einiges explodiert, würde ich mal sagen. Ist gerade Kernschaden bekommen, ne? Wild.